Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Beim Käfer geht's weiter, Ausgabe 90. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass mir die Ausgabe 90 fehlt. Ich habe sie jetzt mir digital geholt. Hier sind die Teile. Die brauche ich aber im Moment jetzt gerade erst noch nicht, weil nämlich jetzt wird, wie man es da drüben sieht, das Fahrwerk, das Fahrgestell eingebaut. So, wir drehen das Ganze um. Ach, ich wollte ja hier noch, das muss ich dann wohl noch irgendwie mal verschieben. Was man nicht immer alles machen will, dann kommt man nicht dazu. Ach, die Haube, sie nervt ein bisschen. So, ich mache mal den Stecker ab. Da ja hier noch nichts dran hängt, gibt es auch keinen kurzen. Ich will das Ganze mal hier so ein bisschen reinwursteln. So, als nächstes muss man natürlich gut aufpassen. Ich drehe jetzt erstmal nur ein paar Schrauben rein. Hier vorne DM. Aber wie gesagt, ich muss das ja dann nochmal aufmachen. Das mit der Lenkung sieht auch gut aus. Deshalb ist es auch nicht schlimm, weil ich es dann nochmal abmachen muss, wenn hier der Dingens da ist. So, und da hinten, da kommt auch nochmal hier hinten. Da und da, glaube ich. Hier auch nochmal jeweils eine DM-Schraube rein. Nicht gesehen, wo ich hier vorne habe ich hier und auf der gegenüberliegenden Seite erstmal. So, das hätten wir soweit.
was jetzt eingebaut wird. Moment, ich befreie es gerade mal. Dieses Teil, das ist quasi innen drin die Abdeckung jetzt habe ich kaputt gebrochen. Eieiei. Nicht wieder kleben. Es kommt dann hier hinten dran. So. Das war das. Das ist die Stoßstange vom letzten Mal. Und da kommen jetzt, ja, noch diese Halterungen dran, die ich auch gerade noch mal schnell befreie. Also es ist wirklich Schrauben brauche ich ja noch. Ich muss mal ein bisschen näher ran, damit man das sieht. Und zwar das hier, die mit dem R, das ist dann die rechte, die kommt hier hin. Ach sorry, ich bin gerade ein bisschen müde. Ich habe wenig Schlaf gehabt. Also rechts. Aber die Stoßstangen kommen auch erst später dran. Ansonsten ist das ja recht einfach, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man das so einigermaßen richtig begutäugt. Das ist eine Stoßstange, hier darauf achten, dass eben diese Abschlüsse so nach hinten geneigt sind und dann kommen die da so rein. Wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, die wird nicht etwa von innen verschraubt. Oh wei. Naja. Schauen wir mal. Okay, also wir haben jetzt das Fahrwerk drin. Ich glaube mal neue Klebestreifen braucht das Land. Ja, muss ich noch erst wieder neu besorgen. Na gut. Ist im Moment ein klein wenig chaotisch hier bei mir, weil bei mir sind ein paar Umbauarbeiten anstehen, das
kommt noch eine Neuanschaffung ins Haus. Ich habe mich entschieden, mich mal im 3D-Druck zu versuchen. Ja, und dann baut man halt vieles um und räumt und schiebt und macht. Und wenn man dann zwischendurch was basteln will, dann findet man die Sachen nicht, weil man nicht mehr genau weiß, wo man sie hingeräumt hat. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das kriegen wir. So, dass ich erst... Ups, Entschuldigung. So. Dann macht ihr hinten... Tja, leider... Bleibt er nicht oben? Machen wir es mal so. Jetzt könnt ihr sehen, Motor ist dran. Das ganze Fahrgestell ist drin. Kann es ja so langsam, ich meine, es sind ja jetzt nur noch 10 Ausgaben. Wir nähern uns dem Finale. Ja, das ist schön. Okay, mehr ist jetzt eigentlich nicht zu tun. Und in der nächsten Ausgabe bekommen wir nur... Fußmatten und das vordere Kennzeichen. Aha. Okay. Ich sehe jetzt gerade, die Stoßstange wird geklebt. Naja, schauen wir mal. Mal sehen, wie es nächstes Mal ist. Ich werde dann jetzt, bevor ich die Ausgabe 91 abdrehe, dann nochmal so ein paar Dinge verändern. Unter anderem halt eben die Innenbeleuchtung an das Dauerlicht anschließen. Und dann sehen wir weiter. Okay, das war's für heute. Entschuldigt, dass es gerade so ein bisschen chaotisch war. Ich gebe mir Mühe, es beim nächsten Mal ein bisschen schöner zu machen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, tschüss, macht's gut. Euer Rick.